Ich finde die Idee von Open Europe Berlin hervorragend. Das ist das, was wir benötigen und brauchen. Ich hätte gerne gewusst, und das werden wir sicher im Laufe der Zeit erfahren, was Sie denn nun genau damit meinen und was das Open heißt und auch was Europa heißt. Freiheit von Personen, sich frei zu bewegen, freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapitalverkehr, das ist für mich Europa, Freiheit. Es geht schon darum, dass wir miteinander Handel treiben, uns austauschen, aber eben bei weitem nichts unternehmen, um die Vielfalt zu beseitigen. Man müsste die Leute aufklären in den südeuropäischen Ländern und auch in den nordeuropäischen Ländern in Mitteleuropa. Und das wäre wirklich eine gute Aufgabe für Open Europe, denke ich. Was diese neue Institution hier angeht, wir brauchen entsprechende Promotoren, Sprachrohre. Das ist nicht einfach ein weiterer Think Tank in der Think Tank und Denkfabrik Landschaft Deutschlands. Open Europe Berlin is a German homegrown initiative in many ways. It's driven by good German people, Professor Wolgemuth and Nora, who have excellent German and European credentials. Wenn es sich so entwickeln wird wie Open Europe in London, mit Kommentaren, mit Stellungnahmen, Analysen, Informationen. Ein Medium, was bislang fehlte, um diese Wettbewerbsideen wieder zurück in Gesellschaft und in die Medien zu bringen. Ob eine Währung für Europa genug ist oder ob mehrere Währungen mehr Wohlstand und Wachstum schaffen. Ich sehe vor allen Dingen den Mehrwert in Open Europe darin, dass er ein Bindeglied ist zwischen der Gesellschaft, zwischen den zivilen Gruppen und der Politik. Und wenn Open Europe hier geistige Impulse, Argumente nicht nur in die allgemeine Öffentlichkeit, sondern speziell auch in das Parlament bringen könnte, doch die entsprechenden Gruppierungen und Einzelpersönlichkeiten unterstützen könnte. Open Europe könnte beitragen, Kritiker über Europa mit europafreundlichen Politikern, Wirtschaftsdenkenden, vielleicht auch Eliten zusammenzubringen, um konstruktiver über Europa zu sprechen. Jede Initiative, die unabhängig denkt, die sozusagen sich nicht von Tabus einengen lässt, ist meiner Ansicht nach sehr willkommen und wichtig. Eben in diesem Sinne drücke ich Open Europe die Daumen.